Ausdehnen bedeutet weit werden, etwas vergrößern. Man kann sein Unternehmen ausdehnen, ein Yoga-Zentrum kann sein Angebot ausdehnen. Man kann auch eine Yogastunde etwas ausdehnen, also etwas verlängern. Man kann auch sagen, dass ein Landstrich sich weit ausdehnt oder dass ein See sich vor jemandem ausdehnt. Ausdehnen der Bewusstheit. Eine wichtige spirituelle Übung besteht darin, seine Bewusstheit, seine Aufmerksamkeit, seine Achtsamkeit auszudehnen. Mensch hat eine Neigung, Dinge klein zu sehen, und indem er mehr über sich nachdenkt und was etwas für sich heißt, beschränkt er sich. Aber Bewusstsein des Menschen ist eigentlich das Bewusstsein hinter dem ganzen Universum. Wenn du aufhörst, nur dich mit dir selbst zu beschäftigen und was Dinge für dich bedeuten, dann dehnst du deine Bewusstheit aus, dann kommt Freude auf. Du könntest zum Beispiel jetzt in diesem Moment ganz bewusst dein Bewusstsein ausdehnen zu dem, was du siehst. Und einfach nur hinschauen und spüren. Nicht überlegen, was heißt das für mich, wie komme ich dorthin, warum ist das so. Einfach Bewusstheit ausdehnen. Und wenn du gleichzeitig nicht nur hinschaust, sondern auch spürst, entsteht ein schönes Gefühl. Noch schöner ist es, wenn du die Augen schließt. Wenn du die Augen schließt und dann deine Bewusstheit in alle Richtungen ausdehnst, öffnet sich dein Herz, du erfährst Freude und Liebe. Probiere das vielleicht gleich jetzt mit offenen oder geschlossenen Augen. Spüre nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne, nach oben, nach unten gleichzeitig. Dehne deine Bewusstheit in alle Richtungen aus und spüre dann diese Freude der Verbundenheit.